Verehrten Damen und Herren, liebe Fahrerinnen und Fahrer der KVB, sicherlich werden Sie sich bereits öfters gefragt haben, was das für ein buntes Gebäude in der Nähe dieser Haltestelle ist. Dieses Gebäude ist das autonome Zentrum der Stadt Köln. Es ist vor kurzem in die Schlagzeilen geraten. Die sogenannte Zeitung, der Kölner Express, hat mithilfe meines Kollegen Andreas Hupke versucht, ein Bedrohungsszenario durch die Nutzerinnen des autonomen Zentrums herbeizuschreiben. Ich sehe hier jedoch keinerlei Bedrohung. Die Nutzerinnen haben diesen Ort wiederbelebt. Sie bereichern das wunderschöne Veedel und diese Stadt auf eine unbeschreibliche Art und Weise. In stundenlanger, freiwilliger Arbeit haben sie hier etwas Besonderes erschaffen, das es sich zu erhalten lohnt. Ich möchte mich heute, hier und jetzt, für einen Verbleib des autonomen Zentrums an diesem Ort aussprechen. Aus diesem Grund habe ich mich mit den Kölner Verkehrsbetrieben dafür eingesetzt, dass diese Haltestelle in autonomes Zentrum umbenannt wird. Dies soll dabei helfen, die Kölner Bürgerinnen und Bürger daran zu gewöhnen, dass das autonome Zentrum an diesem Standort einen festen Platz gefunden hat. Es kann nicht sein, dass eine Stadt wie Köln, bunt und weltoffen, ein so hervorragendes Projekt alle 2 bis 3 Jahre in eine neue Bauruine schickt, die dann aufwendig instand gesetzt wird, um ein paar Monate später einem Containerklassenzimmer, einem Stadtarchiv oder, wie in diesem Fall, einer Wiese zu weichen. Eine starke autonome Subkultur, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich möchte das Wort nun an den neuen Paten dieser Haltestelle richten, Dompropst Gerd Bachner. Ich fühle mich äußerst geehrt, als Pate für diese Haltestelle herhalten zu dürfen. Den herbeigeschorenen Konflikten mit der Kirche wird es nie geben. Wir als katholische Kirche stellen den Kölner Dom gerne zur Verfügung, falls sich diese Pappnasen von der Stadt tatsächlich dafür entscheiden, das Gelände hier räumen zu lassen. Grüß Gott!